Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Ride Show, meine lieben Freunde. Ja, Mann, was ist denn da los gewesen? Mensch, so lange keine Ride Show mehr gehabt, Brilli. Was ist denn eigentlich los? Wir sind doch nur wegen der Ride Show hier. Nur deswegen hast du einfach 1000 Abonnenten verloren. Und jetzt denkst du, wir kommen einfach wieder, weil du wieder eine Ride Show machst? Also nee, wirklich nicht. Geht einfach nicht. Nein, Leute, es gibt jetzt mal wieder eine Rideshow. Rideshow, ich weiß auch nicht. Ich habe so viel anderes um die Ohren und die Rideshow mache ich dann halt, wenn mal wieder so ein richtig geiler Ride ansteht. Sonst könnte ich die ja ewig fortführen. Wenn ich die Rideshow, es gibt ja Milliarden von Rides, wirklich. Aber wenn mal so was richtig Geiles ist, habe ich Bock auf die Rideshow. Und jetzt ist was richtig Geiles. Denn vor einiger Zeit hat der gute Operateur, der Operateur de Freizeitpark, hat sich gedacht, mal Klugheim nachzubauen, samt Taron. Und ich glaube auch Raik ist drin. Habe ich, glaube ich, eben gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da das ja auch mein Heimatpark ist, kann ich vielleicht auch hier und da Parallelen erkennen. Wobei ich sagen muss, dass ich leider nur einmal bis jetzt in Klugheim war. Ja, ich weiß, Schande über mein Haupt. Aber ihr wisst, viel beschäftigt, ja. Wenn ich öfter da wäre, gäbe es keine Videos mehr, meine lieben Freunde. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt heute auf Klugheim im Phantasialand Brühl bei Köln mit den Achterbahnen Taron und Raik sowie natürlich Klugheim an sich, ja. Und wir sehen schon, wow. Ja, es wird einfach grandios, glaube ich, denn der gute Operateur hat auch geschrieben, hat 10 Monate hier rangesessen und hat sich natürlich versucht, an so gut wie möglich, ja, so gut es möglich ist, an dem Original zu orientieren, und da hat er sogar Google Earth dann zur Hilfe genommen, um eben damit die Proportionen und den Achterbahnverlauf eben richtig hinzubekommen. Und eben, ja, die Proportionen der ganzen Strukturen, beziehungsweise von ganz Klugheim, dass das einigermaßen realistisch ist. Denn es muss natürlich auch die richtige Größe haben. Und das kann man natürlich über Google Earth ganz gut machen. Da kann man sich dann Blaupausen erstellen, glaube ich, und dann geht das einigermaßen. Und ja, weil ich glaube, vom Phantasialand selber kriegt er keine Unterlagen. Man kann da mal anfragen, aber ich glaube, das dürfte schwierig werden. So, ich weiß gar nicht, gibt es diesen Weg? Den kenne ich jetzt nicht. Hier ist River Quest. Also hauptsächlich, der Main Entrance ist doch... Aber doch, das ist der Main Entrance. Das ist ja der Main Entrance. Nee, der Main Entrance ist da hinten. Wir fliegen mal gerade zum Main Entrance, also den ich jetzt kenne. Ich kenne das so, dass man hier ansteht. Ja, hier ist dann morgens, obwohl die Bahn noch gar nicht auf ist, ist dann hier schon eine Schlange. Hier würde man dann jetzt auf Berlin gucken. Und hier ist dann schon die Schlange und hier steht man dann schon an, und dabei ist die Attraktion und ja, überhaupt Klugheim noch gar nicht offen. Aber ja, das hier sieht schon sehr, sehr realistisch aus, denn ich weiß noch, wie ich hier stand, und ja, da war die Schlange sehr, sehr lang auch, und ich stand bis hier, es war schon auf, und dann kann man hier immer sehr schön die Züge vorbeihuschen sehen. Er hat hier die Felsstrukturen diesmal mit diesen Holzteilen gemacht. Ich hatte mir auch irgendwann mal vorgenommen, ich baue auch irgend sowas wie Klugheim. Und da habe ich mir auch gedacht, genau die Dinger hätte ich auch genommen, um diese wunderbaren Felsformationen nachzubauen. Was jetzt dann natürlich, also das sieht natürlich so aus, klar. Was jetzt natürlich dann übrig bleibt oder nicht ganz gemacht werden kann in dem Falle, sind dann natürlich diese geraden Ecken, ja, die sind natürlich in Wirklichkeit, das ist dann mal hier und mal da rund und dann hier wieder ein bisschen anders und da, ne? Aber das kann man halt, das könnte man auch noch machen, aber dann sind es, glaube ich, 1 Milliarden Teile, die man hier verbaut. Und so sieht es natürlich trotzdem schon mega, mega gut aus. Und was auch sehr, sehr lobenswert ist, ich sehe jetzt hier keine großen Wiederholungen in der Struktur. Das sieht wirklich so aus, als hätte er wirklich jeden einzelnen Balken richtig platziert, ja, so sieht es aus, und das ist wichtig, das finde ich schön. Ich sehe jedenfalls jetzt keine großartigen Wiederholungen, wo man sagt, ja, das hat er dann einfach immer wieder reinkopiert. Nee, das sieht schon richtig, richtig stark aus und individuell, und das finde ich sehr, sehr gut. Und auch hier natürlich schön alles gethemed, wie das Phantasialand eben das so macht. Könnt ihr euch übrigens auch angucken, gibt es eine kleine Reportage auf YouTube, hinter den Kulissen des Phantasialands. Sehr, sehr cool, dass er, also, da wird auch erzählt, dass sie bei eBay immer solche irgendwie so Sachen kaufen, ja, und die dann dahinstellen. Das sind halt, dass es wirklich echte Sachen sind und nicht einfach
modellierte und unechte Sachen, sondern wirklich echte Sachen hier in Klugheim stehen oder halt auch generell im Phantasialand. Und das macht natürlich viel, viel aus. Ja, das macht viel, viel aus, was Theming betrifft. Und wir sehen schon hier, wie Taron hier lang huscht. Ja, und wenn man hier dann steht, ja, und dann über Klugheim und Taron guckt, dann ist man einfach nur fasziniert. Es ist einfach so, dass diese Bahn, und ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne jetzt nicht so viele Bahnen tatsächlich, aber die ist einfach wunderschön. Ich kann deswegen nicht sagen, sie ist vielleicht die schönste der Welt. Für mich ist sie das, aber ich kenne halt auch nicht so viele. Es ist einfach eine wunderschöne Bahn. Das Phantasialand ist eines, also finde ich, einer der besten Theme-Parks, ja, wo Theming einfach groß geschrieben wird. Dabei werde ich auch für immer bleiben. Das ist einfach ganz, ganz großartig, was da gemacht wird und geleistet wird auf diesem kleinen Raum, den eben das Phantasialand nur bietet. Und ja, wir gucken uns, was machen wir jetzt erst? Sollen wir erst uns Klugheim anschauen oder sollen wir erst Taron fahren? Das ist jetzt die große Frage. Wir können ja auch erst Raik fahren. Hier geht's zu Raik. Auf der war ich auch gar nicht drauf, weil war mir ein bisschen zu langweilig dann tatsächlich. Aber ist bestimmt auch eine coole Bahn. Das wird gerade mal gespeichert. Gerade dann auch eben für Kinder. Wo geht's denn zu Raik? Um Himmels Willen. Da ich da jetzt nicht drauf war, weiß ich gar nicht, wo es da hingeht. Hallo Raik? Hier! Ja. Ich denke mal hier. Hier gehen die Leute auf jeden Fall lang. Aha, das geht so richtig unterirdisch dann hier auch lang. Okay. Also das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Sehr schön, dass ich das auch dann kennenlernen darf. Hier durch diesen Nachbau. So. Und hier stehen sie schon Schlange. Wir drängeln uns natürlich vor. Und fahren eine Runde Raik. Das wird auch abgeschossen? Oder ist das bedingt an den Poster-Typen hier? Ja, wir machen jetzt mal zu und wieder auf. Wir kennen das ganze Spiel. So, damit wir auch mitfahren können. Ist das auch ein Abschuss? Wusste ich nicht. Also ich dachte, die wird nach hinten hochgezogen und dann released. Und kriegt so den Speed. Was ist jetzt los? Warum fahren wir nicht los? Freunde? Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Jetzt. Alles klar. Aha. Okay, wusste ich nicht. Wieder doch ganz rasant. Ich dachte immer, der wird da irgendwo hochgezogen. Aber offensichtlich geht es so. Okay. War mir nicht bewusst, aber cool. Ist ja doch gar nicht so läppsch. Jetzt geht es nämlich schön rückwärts hier entlang. Um dann... Aber dann ist dann Ende? Das... Offensichtlich schon. Also ich weiß nicht, ob die ganz normal... Also ist die so? Ich glaube, die ist nicht so. Ich glaube, man wird hier hinten hochgezogen. Deswegen ist ja die Schiene hier wahrscheinlich auch. Und dann wird man hier runter... Also, ne? Released einfach. Ich glaube, diese Abschussrampe, die gibt es nicht in Wirklichkeit, oder? Korrigiert mich, wenn ich jetzt komplett falsch liege. Aber warum sollte denn die Schiene hier hinten noch so hochgehen? Ich meine, dass da ein Kettenlift ist. Naja, ist auch nicht schlimm. Trotzdem, der Nachbau wahrscheinlich 100%, also was die Schienen angeht, wahrscheinlich 100% korrekt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erst Klugheim an und gucken dann, dass wir eine Runde mit Taron fahren. Und Klugheim ist einfach ein wunderschönes kleines Dörfchen. Man muss es einfach sagen, so richtig schön eingebunden hier in die Felsen. Ja, und einfach richtig, richtig, richtig großartig gefilmt. Man fühlt sich wirklich wie in einer ganz anderen Welt, wenn man da steht. Und zwar stand ich genau an irgendeinem Stehtisch hier, ja, und habe einen schönen Humpen gesoffen. Davon gibt es auch noch ein Bild. Ich glaube, ich habe das sogar bei Twitter irgendwann mal gepostet. Da habe ich einen schönen Humpen mit einem Kumpel getroffen hier. Denn wir haben gesagt, in Klugheim ist der Krug dein. Zum Glück musste er fahren. Ich konnte ein paar mehr Humpen trinken. Ach, das war schön. Wir hatten noch richtig schönes Wetter. Ah, schöne Biergartenatmosphäre hier in Klugheim. Und dann ist nämlich hier ist so eine Art Restaurant dann drin. Und natürlich kann man sich hier überall Snacks holen. Also das ist alles schon echt extrem originalgetreu hier gemacht. Und schön ist dann auch, wenn man dann hier steht, dass man dann einfach rüber gucken kann und man sieht die Achterbahn da entlang brausen. Ach, Leute, da geht einem das Herz auf. Wunderschön. Und ich kann nur sagen, das hier ist 1:1 einfach nachgebaut. Das ist wunderbar. Das ist einfach toll. Wenn das Glück an eure Tür klopft, versäumt nicht zu öffnen. Leute, denkt immer daran. Ach, ich möchte jetzt hier am liebsten Platz nehmen. Ja, und einfach nur meinen ganzen Tag hier
verbringen. Wunderschön. Ach, toll. Okay, gucken wir mal hier hinten. Hier geht es nämlich auch noch so einen Weg lang. Hier kommt, ist, glaube ich, der Ausgang von Taron, der dann hier, ich glaube, hier dann rauskommt. Gibt es den Weg hier wirklich? Den hier? Den kenne ich jetzt nicht. Den bin ich, glaube ich, nicht lang gegangen. Aber ihr seht schon, wie Teile hier einfach verbaut sind. Allein durch die ganzen Holzblöcke hier. Und wie schön die Struktur hier einfach nachgemacht wurde. Ach, toll. Ja, und hier wachsen halt so ganz viele Blumen irgendwie dran. Und das ist so eine grüne Wand, wird das. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile so eine grüne Wand ist. Als ich da war, sah es auch ungefähr noch so aus. Aber das wird eine grüne Wand, da bin ich mir relativ sicher. So, jetzt gehen wir aber mal in die Warteschlange von Taron. Wir können es nicht mehr erwarten. Wir können es nicht mehr erwarten. Hier geht's rein. Ja. Und ich glaube, selbst die Warteschlange hier dürfte relativ originalgetreu sein. Das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor hier. Vor allem der Bereich jetzt hier. Hier ab hier stand ich dann auch mal ein bisschen später, war es dann. Genau, und dann kommt man jetzt hier in den Zickzack-Bereich langsam hinein. Dann geht es jetzt irgendwo da unten noch lang. Wir sind aber jetzt schon da. Moment mal. Hier, das ist nämlich auch noch alles Warteschlange eigentlich. Also ich musste hier auf jeden Fall lang gehen und dann hier unten lang. Aber das hat er jetzt für die Leute hier abgekürzt, glaube ich. Hat er abgekürzt, finde ich gut. Aber hier unten lang kann man halt auch noch. Und dann ist es ein echt langer Wartebereich. So, und dann gibt es hier natürlich erste Reihe, kann man extra sich für anstellen. Habe ich nie verstanden, warum man das unbedingt machen muss. Ich sitze am liebsten hinten und da geht es auch dann meistens vom Warten her. So, wir gehen mal rein, gucken mal. Ja, aber klar, wir sind wieder mittendrin irgendwie. So, wir nehmen mal den Zug und fahren natürlich vorne mit. Ja gut, deswegen ist es vielleicht für die meisten besser. Man kann halt ein Video machen, so wie wir es jetzt halt machen quasi. Oh, das geht los, Leute, Taron, bam. Alle, die jetzt zugucken und noch nie auf Taron waren, fahrt ins Phantasialand und fahrt mit Taron. Es ist einfach nur wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch anhalten jetzt. Normalerweise hält man dann hier an, aber ich weiß nicht, ob der Coaster-Typ das hergibt. Ich glaube, wir fahren einfach nur langsam dann jetzt auf die Beschleunigungsspur und dann wird man halt abgeschossen. Das ist jetzt hier ein bisschen anders, aber sehr gut geregelt, indem man jetzt langsam anfährt. Finger weg da. So, dann geht's los, Leute. Taron. Ah, Gott. Das ist so eine geile Airtime und so ein geiles Gefühl, dieser Coaster. Er fährt so smooth und das hier ist perfekt nachgebaut. Also er fährt so smooth, aber auch so schnell durch diese ganzen Häuser durch die Schluchten durch die Felsformationen durch. Man hat immer was zu sehen und es ist wirklich auf kleinstem Raum perfekt durchgefilmt. Es ist einfach nur grandios. Und jetzt der zweite Beschleunigungsstreifen. Und der ist richtig, richtig geil. Da zieht es mal richtig auf 117 km/h hoch. Mega. Richtig eng hier an diesen Felsen entlang. Das kennt man vom Phantasialand. Auch schon von der Black Mamba, dass man da sehr nah an allem vorbeirauscht. Ach Gott, wunderbar, Leute. Da geht einem das Herz auf. Und dieser Nachbau, das kann ich mir jetzt schon sagen, der ist 10 von 10. Du kannst es nicht besser nachbauen. Ah, das braucht jetzt keiner mehr machen. Das hat jetzt einer perfekt hingekriegt. Operateur, großen Respekt, ey. Richtig, richtig starke Nummer. Hier auch die Kästen, wo man seine Wertsachen reinlegen kann. Natürlich auch dran gedacht. Ach, Freunde, ey. Mega genial gemacht. Richtig, richtig gut. Boah. Und dann geht man hier raus und ich weiß gar nicht, wie einem geschehen ist. Ja. Wie kann man so ein geiles Gerät überhaupt bauen? Es macht so eine Laune, mit diesem Ding zu fahren. Ja. Einfach nur grandios gethemed, grandios nachgebaut. Hier noch Teile der River Quest auch noch hingesetzt. Ach, Leute. Top. 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 Ja. Einfach nur grandios. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch schon von der kleinen Rideshow hier. Ein super Ride, super nachgebaut, 10 von 10 Sternen. Besser kann man es nicht machen. Großen Respekt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß es doch nicht. Ja, vielleicht kommt eine Rideshow demnächst schon wieder. Es ist ein Überraschungsformat, was mal hin und wieder zwischendurch kommt. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut. Ladet euch den ganzen das ganze Pack hier runter. Und konnte jetzt die Musik nicht verwenden, weil die ist leider nicht freigegeben für YouTube-Videos. Ihr könnt euch dann noch das Pack der Musik runterladen. Das ist auch verlinkt auf seiner Steam-Workshop-Seite. Und dann habt ihr das 100%ige Klugheim-Feeling. Und
Ich sage danke fürs Zuschauen, sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Brilli und ihr passt auf euch auf.